sie fordert, dass der Urlaub von 24 auf 36 Tage erhöht wird. Wie viel? Von 24 auf 36 Tage. Das ist Also, es geht weiter über Bundestagswahl und wir stellen jetzt weitere Parteien vor. Ich würde sagen, starten wir direkt und machen mit den Grünen weiter. Grünen weiter, ja. Ja, so, Grüne. Die Grüne Partei, wie es der Name sagt, ist besonders stark in Sachen Klimaschutz. Ja, Grün, kannst du für die Zuhörer sagen, ist das jetzt ein offizieller Name oder ja. ist es... Die, also die Partei heißt Bündnis 90 Die Grünen. Bündnis 90 Die Grüne. Ja, Bündnis 90 war der Gegenpart oder der Similarpart der Grünen in den neuen Bundesländern vor der Wiedervereinigung. Okay. Und deshalb, Ost und West haben sich zusammengeschlossen, deshalb heißt die Partei Bündnis 90 Die Grünen. Okay, also jeweils dann von links und rechts, also Ost und Westdeutschland dann zusammen. Okay, gut, okay, verstehe. Ja. Wie gesagt, also die setzen sich natürlich besonders stark, stärker wie alle anderen Parteien, für den Klimaschutz ein. Die wollen also zum Beispiel einen Kohleausstieg bis 2030 haben. Ja. Das, Moment, Kohlenausstoß... Kohleausstieg. Bis 2030, aber das wollte die CDU auch, oder? Wie ist das? Nee, die CDU hat das ein bisschen nach hinten. Ich glaube, die CDU ist bis 2038. Okay, und Grüne wollen also vorher das stoppen. Vorher, okay, ja. Und die wollen auf jeden Fall den CO2-Ausstoß stoppen. Hm. Anders wie die CDU durch gesetzliche Regelungen. Ja, die CDU will das über die Kräfte des Marktes machen. Hm. Das heißt, die Grünen wollen stärker eingreifen. Ja, also die Regeln. Die werden stärkere Regeln finden. Ja. Nicht nur beim CO2-Ausstoß, sondern auch bei der Abfallbehinderung, oder Abfallreduzierung, Verpackungen, ähnliches. Mhm. Ja, Einwegflaschen. Ja, also das ist so. Darüber hinaus, was soll ich hier von den Grünen sagen, sind die dafür, Steuern zu senken, mittlere und kleinere Einkommen, während bei größeren Einkommen möchten sie den Steuersatz erhöhen und sie möchten wieder eine Vermögensteuer einführen. Moment, mehrere Fragen dazu. Ich glaube, die Zuschauer auch. Mittleren kleinen Einkommen bedeutet ungefähr, wie viel ist das in Deutschland? Unter 70.000. Pro okay, pro Monat wäre gut. Ja, pro Jahr. Also so gut geht es Deutschland noch nicht. Und dann, die mehr als 70.000 pro Jahr haben, das sind dann die... Besser Verdienten, bei denen wird der Steuersatz höher. Höher, die müssen dann mehr zahlen. Ja. Und was meintest du, ist es die Vermögenssteuer? Die Vermögenssteuer möchten die wieder einführen. Was ist das? Das möchte auch die SPD und auch die Linke. Ich glaube, das wissen die wenigsten von den Zuschauern. Also was ist denn die Vermögenssteuer? Ist folgendes: Wenn ich ein Vermögen habe, muss ich darauf eine Steuer bezahlen. Das ist bis jetzt steuerfrei. Frage hier: Was zählt alles als Vermögen? Was alles als Vermögen zählt? Ja. Das sind Betriebe, das sind Immobilien, das sind Barguthaben, Aktienguthaben. Und wie funktioniert so eine Steuer? Einmal oder muss ich, wenn ich ein Haus habe, muss ich jetzt jährlich nochmal zusätzlich? Jedes Jahr, aber also stopp. Okay. Also derjenige, der sein Einfamilienhaus hat, der zahlt keine Vermögenssteuer, sondern ab der bestimmten Größe eines Vermögens. Okay. Ja, wo man sagt, das ist auch irgendwo gerecht, Okay. Wenn einer Vermögen hat, dass er sich daran beteiligt, die allgemeinen Aufgaben wie Schulen und so weiter, das was der Staat finanzieren muss, zu finanzieren. Ja, aber was sie gesagt hat zum Beispiel, was zählt und wo ist da die Grenze dann zum Beispiel, wenn man Bargeld hat, das du auch so gesagt hast? Ja. Gibt es in so einem Summe oder Grenze, wo man sagt? Ja, genau. Ja. Also ich weiß jetzt nicht genau, welche Grenze die Grünen jetzt ansetzen. Aber durch deine Einkommensteuererklärung wird ja festgelegt, was du an Vermögen hast. Ja. Und danach würde dann die Vermögenssteuer fällig. Jährlich. Jährlich.
Wenn man Geld hat. Okay. Ja. Okay. Ja. 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 Okay. Ja, dann möchten die Grünen eine Neuregelung von Hartz IV. Hartz IV ist praktisch Sozialhilfe. Ja. Ja, zugunsten einer Garantiesicherung. Okay. Ja, damit meinen die Grünen, dass man sagt, also hier heute gibt es Wohngeld, es gibt Arbeitslosenhilfe, ja. Es gibt Kindergeld und das soll alles aus einer Hand kommen, dass man sagt, also gut, die Grenze der sozialen Sicherheit ist der Betrag X und der steht jedem zu. Das heißt, das ist dann einfacher quasi. Einfacher, dann ja. Auf einmal das Geld bezahlen. Ja, okay. Dass man einfach sagt, also das ist ein Betrag, wo man mit leben kann. Ja. Und den bekommen die Leute. Okay. Ja. Ja. Freie Bildung, also das haben an für sich alle Parteien. Ja. Ja. Dann möchten die Grünen ab 2030, dass nur noch emissionsfreie Autos gebaut werden. Für die Zuschauer jetzt, was bedeutet emissionsfreie Autos? Das heißt, ohne Verbrennungsmotor, ja. Rückstandfrei, also dass die Umwelt nicht belastet wird durch die Abgase. Also nur noch Elektroautos? Elektroautos oder eventuell Wasserstoffautos. Okay, gut. Okay. Also gerade bei LKWs ja. Laufen die Versuche mit Wasserstoff ganz große Augen. Das ist gut, gut. Okay. Ja, gut. Die Grünen sagen ja zu Europa. Mhm. Ja, zum transatlantischen Bündnis. Okay, was ist denn das? Aber im Verhältnis Russland-China sehen sie etwas kritischer. Das heißt, da werden sie sehr auf Einhaltung der Menschenrechte und auf die Liberalisierung des chinesischen Marktes achten. Das sehe ich auch sehr kritisch, weil die meisten Zuschauer kommen auch wie ich aus China. Das, ich weiß, aber das wird so sein. Also, okay. Ja. Ich glaube also, eine SPD-Grünen-Regierung ja. wird da in der Außenpolitik etwas anders agieren als bisher. Unter ja. Merkel da. Okay. Mhm. Okay, verstehe. Ja. Gut. Ja. Ja. Gut. Ja, was haben wir denn noch? Dann haben wir auch noch die FDP. Die FDP, ja. FDP sind die Liberalen. Mhm. Ja. Die Liberalen seit ihrem Bestehen. Waren das Leute, die sich immer für Grundrechte, für die Freiheit des Einzelnen eingesetzt haben ja. und die sehr wirtschaftsfreundlich sind. Okay. Das heißt, sie sagen, der Markt reguliert alles. Ja, okay. Ja. Okay. In Deutschland ist doch die, wie heißt es, freie Marktwirtschaft. Ja, ne? Okay. Aber gut. In Deutschland ist nicht die freie Marktwirtschaft, in Deutschland ist die soziale Marktwirtschaft. Das muss auch sozial sein. Ne? Ja. Ja. Also, freie, also die FDP tendiert mehr zur freien Marktwirtschaft. Ja. Aber in Deutschland haben wir soziale Marktwirtschaft. Okay. Das heißt Tarifverträge, mhm. ja, ja. Mitbestimmung, solche Dinge. Ja, ja, also die soziale Marktwirtschaft. Ja, was die FDP vorschlägt im Augenblick, ist auch eine Vereinfachung des Steuer- und Verordnungssystems, mhm. so wie die CDU das auch sagt. Mhm. Ja, aber, die FDP möchte auch die Unternehmenssteuern senken. Das heißt, es gibt ja. Unternehmenssteuer, eine GmbH, eine Aktiengesellschaft und so weiter, die müssen auch Steuern zahlen ja. auf den Gewinn. Ja. Das möchten sie senken. Okay. Ja. Und sie möchten die Gewerbesteuer abschaffen. Komplett. Erklär bitte kurz, was genau ist eine Gewerbesteuer? Gewerbesteuer, jeder Betrieb ja. muss am Sitz seines Unternehmens ja. an die Stadt oder das Dorf Gewerbesteuer entrichten. Also nicht an Deutschland, sondern nur an dem Ort. An den Ort. Okay. Und das ist die Haupteinnahme der Städte. Hm? Also davon leben die Städte. Ja. Was sie dafür einsetzen wollen, ja. oder wie sie das regeln wollen, dass die Städte denn eine andere Einnahmequelle ja. haben, muss ich ehrlich sagen, habe ich also noch nicht erkennen können. Okay. In Sachen Klimaschutz sind sie etwas weniger ambitioniert als mhm. Die anderen Parteien, mhm. die wir bisher durchgesprochen haben. Des Weiteren fordern sie ein Bundesministerium für Digitalisierung. Mhm. Digitalisierung ist in Deutschland ein Thema, weil Deutschland tatsächlich hinterher. In Sachen Digitalisierung hinterherhängt. Ja. Ja. Ja.
Und was also traditionell bei der FDP ist, die FDP hat sich immer für möglichst viele Freiheiten des Einzelnen eingesetzt. Das klingt schon mal sehr gut. Ja, was für konkrete Freiheiten sind das zum Beispiel? Was denkst du? Zum Beispiel jetzt bei der Pandemie. Ja. Ja. Ist die FDP nicht mit allen Maßnahmen einverstanden, weil ich denke, das schränkt den Bürger zu viel ein. Okay. Zum Beispiel Datenschutz. Ah, okay. Ja. Ja. Oder zum Beispiel Polizei, Bundespolizei, dass die bestimmte Dinge nicht Einsicht nehmen dürfen. Oh, also okay, dass die Daten der einzelnen Bürger besser geschützt sind. Ja, ja, okay. Weniger, der Staat weniger Zugriff hat. Okay. Also das ist wirklich also schon immer die Sache der FDP gewesen. Ja. Deshalb hat die FDP, wenn sie mit an der Regierung beteiligt war, ja, auch meistens den Justizminister gestellt. Okay. Ja. Gut. Ja. Okay. Jetzt haben wir noch die Linke ran. So, die Linke. Ja. Ja. Die Linke ist praktisch die Nachfolgepartei der SED. Die SED war die herrschende Partei in Ostdeutschland gewesen, also zu Zeiten der DDR. Ja, okay. Die hat sich aber von einer kommunistischen Partei in eine sozialistische Partei gewandelt. Okay. Ja, also, okay, gut. Ja. Was man sagen muss, ist, die Linke in Ostdeutschland, also in den neuen Bundesländern, ja, da sind mehr Pragmatiker. Das sind wirklich Leute, die sich vom Kommunismus dahin zum Sozialismus gewandelt haben. Die haben ja auch ein bisschen Praxiserfahrung gehabt. Ja, ja, und viele Kommunen, viele Landkreise werden von roten oder von linken Landräten regiert oder von linken Oberbürgermeistern in den neuen Bundesländern. In den westlichen Bundesländern ist die Linke ideologisch wesentlich weiter links. Oh. Ja, das heißt. Das ist ja komisch, man sollte gerade meinen, weil sie in Ostdeutschland. Okay. Nee, Ostdeutschland haben die sich sehr gewandelt. Interessant. Und in Westdeutschland ist die Linke aus einer Abspaltung von der SPD entstanden. Ah. Der die SPD zu bürgerlich wurde. Mhm. Und die sich dann eine eigene Linkspartei gegründet haben, ja, die sich hinterher mit der Linkspartei des Ostens zusammengeschlossen hat. Ja, verstehe. Und die sind natürlich dann radikaler als die SPD und mehr, noch mehr links da. Okay, also die sind sehr theoretisch ideologisiert. Ja. Ja, was die Linke fordert einen Mindestlohn von 13 Euro. Mhm. Sie fordert, dass der Urlaub von 24 auf 36 Tage erhöht wird. Wie viel? Von 24 auf 36 Tage. Das ist die gesetzliche schon Mindestlohn. Gut, aber ist es realistisch? Ja, ich gebe also keine Werte ab. Okay. Ich will dir das ja nur erklären. Okay. Verbot der Leiharbeit. Erklär mal bitte, was ist Leiharbeit? Es gibt Firmen, die haben Leute beschäftigt, Fachkräfte, die sie an Unternehmen ausleihen, denen vorübergehend Kräfte fehlen. Okay. Sagen wir zum Beispiel, als der kleine Schlosserbetrieb, wo ein Schlosser einen Unfall hat und wo man sagt, der wird ein Jahr nicht arbeiten können. Okay. Dann kann man von einer Leiharbeitsfirma einen Schlosser leihen. Das heißt, die Firma bezahlt das Geld an die Leiharbeitsfirma und die Leiharbeitsfirma zahlt ihrem Arbeitnehmer und die Leiharbeitsfirma gewinnt auch dabei. Ja. Eine Frage, ist das wie ein Dienstleister, aber kurz? Das ist ein Dienstleister, ja. Ah, okay. Aber dann ist es doch gut, es ist doch flexibel, oder? Ja, die Linkspartei sagt so, durch diese Möglichkeit werden teilweise Festeinstellungen verhindert. Okay. Ganz einfach, nach einem Jahr sagt die Firma, wir wollen keinen neuen einstellen, dann nehmen wir einen anderen Leiharbeitnehmer von der Firma und das hindert, dass Firmen feste Arbeitsverträge abschließen. Okay. Und das
soll verhindert werden. Ja. Digitalisierung möchte auch die Linke vorantreiben. Ja. Im Klimaschutz sind sie sehr ambitioniert. Was heißt ambitioniert? Ähnlich wie die Grünen sind sie für Klimaschutz und sind für strengere Regeln. Okay. Ja. Okay, gut. Also auch für Klimaschutz. Kann man sagen. Ja. Was ganz anders ist wie die anderen Parteien, sie sind gegen das transatlantische Bündnis, sie möchten die NATO auflösen und auf keinen Fall Auslandseinsätze der Bundeswehr. Okay, also ganz weg von internationalen Sachen, also ja. Weg von NATO. Und was ist, wie stehen Sie zu China? Dadurch, dass die Linkspartei ein sehr gutes Verhältnis zu Russland hat, sehen sich China nicht so kritisch. Okay. Ja, also das muss man sagen. Ja. Ja. Das sind alle Genossen. Ja, das will ich nicht so sagen, aber es ist so. Okay. Ja. Ja. So, jetzt bleiben uns nur zwei Parteien übrig. Okay. Eine Partei ist die AfD. Ja. Die AfD ist nicht nur eine rechtskonservative, sondern teilweise eine rechtsradikale Partei. Radikal, also okay. Die teilweise auch Nazi-Thesen vertreten. Das ist nicht so gut. Ja. Ja. Die sind gegen Migration jeglicher Art. Okay. Lehnen alle Corona-Maßnahmen der Bundesregierung ab. Hm? Befürworten einen EU-Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union. So Gutes für die Wirtschaft? Wiedereinführung der D-Mark. Was? Ja. Echt? Ja, EU-Austritt, in Folge ist dann auch. Okay. Ja. Okay. Also, die AfD ist jetzt im Bundestag. Ja. Und also, wenn ich ganz ehrlich sein muss, haben sie sich die letzten 4 Jahre nicht durch konstruktive parlamentarische Arbeit hervorgetan, sondern durch sehr rübelhaftes Benehmen im Bundestag ausgezeichnet. Das Wort rübelhaft solltest du vielleicht ins Chinesische übersetzen. Ja. Wie war das nochmal? Meo, Bemming, Zulu oder so, ne? Meo, Such. Such, danke. Ja. Okay. Das war jetzt aber ein persönlicher Kommentar schon, ja? Da kann ich also, tut mir leid, da kann ich also keine Mördergrube aus meinem Herzen machen. Okay, ja. Ja? Ja. Ich kann auch was dazu ausführen. Okay, das ist AfD. AfD. Ja. Du hast gesagt, es gibt noch zwei weitere. Ja, die Freien Wähler fehlen uns noch. Das ist eine Partei. Ja, habe ich doch eben erklärt. Okay. Nee, aber für die Zuschauer hast du nicht erklärt. Nee, für die Zuschauer erkläre ich das jetzt. Natürlich. Ja. Ja, aber vielleicht noch eins zur AfD, kannst du das noch aufnehmen? Also ich denke, für Studierende und Ausländer, die in Deutschland leben, würde eine Stärkung der AfD viele Schwierigkeiten bedeuten. Warum? Ja, weil die einfach gegen Migration sind. Ausländer, klar, ja. Ja. Warum Studierende auch? Ja, sind ja auch Ausländer, viele ausländische Studierende, meine ich. Ja. Ja. Also, da würde ich sagen, das wäre sehr schlecht. Aber alle Parteien, die wir bisher behandelt haben, lehnen eine Zusammenarbeit mit der AfD kategorisch ab. Hm? Okay. Gut. Okay. Ja. Ja. Genau. Ja, gut. Und als letztes sprechen wir über die Freien Wähler. Hm? Die Freien Wähler sind ein Zusammenschluss unabhängiger Kandidaten. Das heißt, die Kandidaten, die keiner Partei angehören, okay, aber durch diesen Zusammenschluss können sie immer den Schritt ins Parlament erreichen, wenn sie über die 5%-Hürde kommen. Also die haben keinen eigenen Kanzlerkandidaten. Die haben ein Programm? Ja. Die Freien Wähler sind Bürgermeister, Landräte in vielen Bezirken. Ja. Also sind in fast allen Stadtparlamenten vertreten. In Rheinland-Pfalz und in Bayern sind sie im Landtag. Mhm. In Bayern sind sie sogar Koalitionspartner der CSU und an der Regierung beteiligt. Okay. Oh, okay. Ja. Okay.
die Freien Wähler sind in der Regel etwas konservativer. Ja. Ja. Deshalb, ich persönlich habe das auch sehr kritisch angesehen, Herr Aiwanger ist der Vorsitzende der Freien Wähler. Ah, also Sie haben auch schon eine Organisation, ja, die Vorsitzenden und so, ja, Sie gehören schon zusammen, okay. Ist der Vorsitzende der Freien Wähler und der hat sich sehr impfkritisch geäußert. Und da hatte ich persönlich ein bisschen den Verdacht, dass er so im Bereich der Impfgegner und Impfverschwörer fischen will. Mhm. Aber die Freien Wähler stehen im Augenblick bei Umfragen bei 3%. Mhm. Das würde nicht reichen, um in den Bundestag zu kommen. Mhm. Aber es gibt eine Besonderheit in Deutschland. Wenn eine Partei 3 Direktmandate erobert, kommt sie in den Bundestag. Und das könnte bei den Freien Wählern sogar passieren. Mhm. Weil dadurch, dass die CDU so gesunken ist, wird es viele Wähler geben, die sagen, gut, ich gebe diesmal meine Stimme nicht der CDU, aber dann gebe ich sie den Freien Wählern. Mhm. Ja. Da könnten die es eventuell schaffen. Okay. Über diese Drei-Mandate-Regelung in den Bundestag zu kommen. Okay, verstehe. Gut, okay, so. Das war jetzt ein Überblick über die einzelnen Parteien in Deutschland und deren Wahlprogramme. Hoffentlich hast du dadurch auch sehr, sehr viel gelernt über die Parteien von Deutschland. Ne? So, wie immer, 如果你对学习德语、了解德国人的习俗或者融入德国文化、更好和德国人沟通感兴趣的话，请你在下面点击报名的 www.rantevo.de。然后报名之后填好了报名的表格之后，我们近期联系你，咱们会一起沟通一下，聊一聊你目前的困扰，看看我们从哪方面具体的能够帮助了你，让你能实现你的目标。Und in der nächsten Folge werden wir die Kanzlerkandidaten behandeln, also diejenigen, die Kanzler in Deutschland dann werden wollen. Genau. So, danke fürs Zuschauen. Bitte nicht vergessen, abonnieren, 点击订阅，点这个小铃铛。然后欢迎你，如果对德国的政策或者德国的党派感兴趣，有问题的话，你在下面留言发表你的看法。多谢你的收看，咱们下一期再见。Ciao。